Meinst du, das wird was heute? Weiß ich nicht so richtig. Also ich hoffe mal, dass es endlich was wird. Ich wäre froh, wenn es mal was werden würde, weil ich, du weißt. Ja, langsam wird es ein bisschen schwierig, ne? Und ein bisschen langweilig. Ja, es kratzt langsam an meiner Ehre, muss ich sagen. Ja, ich merk's. Deswegen, let's go. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video und willkommen zum dritten XXL-Obi-Turnier. Ich glaube, du machst es mittlerweile einfach nur noch, um mich zu demütigen. Nein, ich mach das gar nicht. Nein. Aus diesem Grund, Danja, heute unter etwas speziellen Umständen. Und zwar habe ich 4 Obis heute vorbereitet. Und in der ersten Obi, Danja, dürfen wir nur springen. Bei der zweiten Obi dürfen wir wirklich nach Start nur durchlaufen. Also wir müssen W auf der Tastatur gedrückt halten. Mhm. Und die letzten beiden Obis sind dann wieder unter normalen Umständen, okay? Okay. Aus diesem Grund würde ich sagen, du darfst gerne anzählen und wir starten das dritte XXL Obi-Turnier. Let's go! Okay, 3, 2, 1, go! Ach, schade, ich dachte, ich kann da vielleicht drüber. Ich wollte sagen, was machst du da? Okay, jetzt ist ich nur dachte, noch. Ich kann da drüber. Es ist nur noch Springen erlaubt, weißt du, ne? Achso. Nur noch springen? Hallo, was wird das denn? Ich springe doch. Ja, aber du bist gerade. Bist du nicht gesprungen? Ja, ich hab's kurz vergessen. Mein Erbsenhirn hat das kurz vergessen. Oh, nur springen, ey, Kahn, wirklich. Ja, was denn? Guck mal, aber. Normal. Ja, aber das ist doch schwierig. Das heißt, du hättest heute die Möglichkeit, mich zu besiegen. Zumindest in den ersten beiden Obis. Hau! Ist denn, warum sterbe ich denn die ganze Zeit? Weil du nur springst. Ja, aber irgendwas stimmt hier nicht gerade. Aber darf man stoppen zwischendrin? Ja. Ja, du darfst stoppen, aber da musst du auf der Stelle springen halt. Also Leertaste musst du gedrückt halten. Okay. Das meine ich. Oh, ist das doch hier ein Käse. Das ist doch einfach Käse, Mann. Es ist echt nicht einfach. Es ist nicht einfach, Danja. Aber es sind die gleichen Bedingungen für uns beide. Die gleichen Bedingungen für uns beide. Naja. Danja, ich versuch dir doch nur zu helfen. Was hast du denn für ein Problem? Also, was hast du denn für ein Problem? Also ich bin das erste Mal, sage ich, komm, ich helfe mal, Danja. Aber nein, Danja hat anscheinend keine Lust, sich helfen zu lassen. Hä? Weißt du was? Dann hast du es auch verdient zu verlieren. Hä? Wo hast du mir denn jetzt geholfen? Ja, also... Du hast die Obi einfach für uns beide schwerer gemacht. Also Danja, wenn ich sehe, dass du noch bei Level 3 bist, ne, da kriege ich ja auch schon zu viel. Ja, ich habe schon lange für zu viel gekriegt hier. Okay, sollte hier weitergehen? Ja, also ich glaube, die erste Runde, die geht ja mal wieder an mich, Danja, ne? Ja. Ja. Danke für deine Hilfe, Kahn. Wirklich vielen Dank für deine Hilfe. Also, wir sind hier in einem Restaurant heute. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Obi... Also, ich habe diese Obi, glaube ich, noch nicht gespielt. Also, sie kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Ich bin so blöd! Ich merke schon, durch diese Turniere werde ich langsam wie Danja. Dankeschön! Das ist wohl ein Kompliment. Ja. Das ist wohl ein Kompliment. Ey, aber langsam ist hier, ne? Also, langsam reicht's aber. Danja holt mich gleich noch auf. Sag nicht so ein Mist. Ich weiß gar nicht, wo du überhaupt bist, in welchem Level. Ja, Level 8. Ja, weiß ich nicht. Unwahrscheinlich, dass ich das noch aufholen kann. Oh. Wie soll ich denn durch diese dämlichen Donuts durchhüpfen? Du musst doch da sowieso durchhüpfen. Ja, aber... Ja, du musst zwischendurch... Oh, hör auf zu heulen. Du musst zwischendurch auf der Stelle halt springen. Jetzt stell dich nicht so an. Das ist total schwer. Das ist nicht schwer. Das ist total schwer. Und außerdem habe ich jetzt richtig Bock auf Donuts. Hä? Wie komme ich denn jetzt hier bitte... Hä? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich glaube, Danja, bei einem Level müssen wir einmal aufhören zu springen, weil sonst geht es nicht weiter. Aha. Welches ist das? Und zwar, wo wir hier gefressen werden, glaube ich, von dem Typen. Oder? Ja, wir müssen einmal kurz stehen bleiben, ja. Bei der Hand sozusagen, damit wir gefressen werden, weil sonst kommen wir nicht weiter. Sonst kann man nicht gefressen werden, oder ja, was? Ja, genau. Hast du quasi gerade das Secret gefunden, wie man bei Obis nicht gefressen wird? Kann nicht, sein. Dass es einem was bringen würde, aber... Oh nein, hier ist eine Rutsche und ich glaube, ich hätte eigentlich...
Also bei der Rutsche dürfen wir nicht springen, weil sonst kommen wir nicht weiter beide. Okay. Also nach dem Gefressenwerden darfst du einmal kurz laufen. Das ist nett. Damit wir die... Jetzt schon hier. Damit wir da springen können. So, und danach wird wieder gesprungen. Voraussetzung ist natürlich, dass ich auch bis dahin komme. Ja, ich springe die ganze Zeit. Hä, aber wie soll ich denn das machen, wenn ich irgendwo hochkletter? Das geht. Ging bei mir gerade auch. Ah, das geht auch. Okay. Ja, ich sehe es. Es geht. Okay. Okay, let's go. Achso, und danach kommt ein Speedrun anscheinend. Es gibt auch eine Stelle von einem Speedrun. Da na klar. Können wir, glaube ich, auch nicht laufen. Da doch, können wir. Ja, gut. Das wird ein bisschen schwierig. Aber kommt man dann auch so weit, wie man kommen muss bei dem ja, Speedrun? Ja, das ist das Problem. Also beim Speedrun muss man zwar springen, aber man muss halt... Ja gut, ich prüf's mal. Ich guck mal, ich habe ja ein bisschen Zeit, bis Danja kommt. Ja, das funktioniert nur. Du musst halt Speedrun. Weißt du, die Leute wirklich. Hier denken bestimmt auch, wir sind total bescheuert. Ich glaube, sie denken nur, du bist bescheuert. Warum? Du hüpfst doch auch die ganze Zeit. Ja, aber ich bin gut. Okay, also beim Speedrun kannst du normal Speedrun, weil sonst wird es auch echt ein bisschen schwierig dann, ja. Okay. Und natürlich hier, wo wir die Wirbelsäule hoch müssen. Ja, es gibt gewisse Level, da kannst du auch ganz normal machen dann, ja. Ach so. Das legst du jetzt fest. Als ja, aber sonst kommen wir nicht weiter. Teilnehmer und Jury. Ja, aber das ist ja für dich das Gleiche. Also wir kommen ja sonst beide nicht weiter. Ja. Ich sage, es ist nicht nur für mich, es ist auch für dich, Danja. Also hör auf zu heulen. Ich heul nicht. Doch, du heulst ein bisschen. Ja, ist ja auch stressig. Okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo es vielleicht nicht so klappt, aber ich gucke mal. Okay, das wird schon. Ich fall hier die ganze Zeit nein. In das blöde hab ich den Fett. Checkpoint? Hab ich den in die ganze blöde Popcorn-Butter. Jetzt habe ich richtig Bock auf Popcorn. Yes, ich habe den Checkpoint. Ja, ich weiß, ich habe auch voll Lust auf Popcorn auf einmal. Du gewinnst das doch sowieso. Ja, natürlich gewinne ich das. Was war das nächste? Da darf ich nur gerade, also nur laufen, ne? Da darf nur ich sprinten nicht sozusagen, genau. Du darfst nur sprinten. Das könntest du ja schaffen, ne? Vielleicht. Ich als besonders schnelle Person. So, Danja, ich weiß nicht, wie viel Level hat das denn hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Doch, ich glaube, ich kenne die Obi. Ach, Kim. Diese Stelle. Kim jetzt da hoch. Let's go! Weißt du, hier sind schon so Leute, die warten auf mich, um mir zu zeigen, wie das funktioniert. Ehrlich? Ja. Ja, du bist auch noch bei Level 9. Ja, und die stehen da so und dann warten sie und sind so voll oh, die Netten. Oh, das ist ja voll nett, das ist doch voll lieb. Das ist richtig lieb, aber ich komme mir richtig blöd vor, weil ich die ganze Zeit in dieses dämliche Fett hier reinfalle. Die denken wahrscheinlich, hör doch auf zu springen, dann kommst du soweit. So, wisst ihr was, ich bestelle mir jetzt Donuts nach Hause, mir reicht's jetzt. Hallo, du sollst dich auf das Video konzentrieren. Ja, ich bin total konzentriert. Ja, super. Auf die Donuts habe ich mich sehr konzentriert, Kahn. Also wenn... lecker. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Danja, wenn du dich beeilen würdest, dann würdest du mich vielleicht sogar noch einholen. Meinst du? Ja, natürlich. Ist das möglich? Ja. Ah, na, dann werde ich mich wohl mal beeilen. Ich dachte irgendwie, du hast das Ding hier schon sicher gewonnen. Dachte ich auch, aber ich bin an einer Stelle, wo ich gerade immer wieder sterbe und nicht weiterkomme. Na, dann werde ich es hier jetzt doch nochmal versuchen. Da muss ich später Donuts bestellen. Aber ich muss definitiv Donuts bestellen. So. Weil das hast du jetzt einfach ausgelöst, Kahn. Das hast du jetzt einfach ausgelöst. Ja, ist doch in Ordnung. Da bist jetzt habe ich einen richtig Heißhunger. Heißhunger auf so. Donuts. So einen richtig schönen, leckeren Donut mit so einer, mit so richtig lecker schmecker Schokoladenfüllung. Oh, das feiere ich gar nicht. Generell keine Füllung oder Schokolade? Ja, doch, Füllung vielleicht schon, aber dann viel mehr so Vanille oder so Marmelade oder so. Es gibt auch welche mit dieser Spekulatius-Creme. Mhm. Ja, muss nicht sein. Okay, Danja, du kannst dich gerne auf die Donuts konzentrieren, weil ich bin aus dem Restaurant sofort entkommen. Das heißt, die erste Runde... Von wegen, ich kann dich einholen.
nicht kann ich dich einholen. So, ich spring mal. Ja, ich habe gewonnen. You escaped. Okay, let's go. Damit steht es 1:0 im dritten XXL-Obi-Turnier. Danja, ab zu Runde 2, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen auf... Oh, guck mal, ich glaube, hier sind auch ein paar Zuschauer. Okay, Danja, ich zähle an. 3, 2, 1 und go. Wow. Ich kann da ja einfach durchlatschen. So, okay, jetzt einfach nicht aufhören, W zu drücken. Ja, auch wenn diese Einblendungen kommen, dann musst du weiterlaufen. Ja, ich laufe einfach weiter. Huch. Hä? Ach so. Okay, jetzt muss ich hier gegen die Wand laufen, oder was? Oh Gott, nach unten. Ja, was nach unten? Ach so. Du musst dich nach unten fallen lassen. Oh Gott. Oh nein, diese... Oh, die Werbung die ganze Zeit. Ja, oh nein, ich will kein blödes Jetpack kaufen. Och. Oh nee, aber das Boot darf ich ja jetzt auch nicht, ne? Eigentlich nicht, nö. Aber kann man sowieso nicht, musst du kaufen. Ja. Aber und schönes Wasser, muss ich sagen. Schön? Würdest du da drin baden? Ja, also es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Also, Leute, mal gucken, wir sind hier gerade beim Obi-Turnier und vielleicht, gut, hast du dich mal umgeguckt? Da tropft so grünes Gedönse raus an der Seite. Ich glaube, das ist radioaktiv. Ist bei dir aber auch so, Danja. Ich bin auch radioaktiv? Nein, bei dir zu Hause. Ach so. Ey, warum bist du denn auf einmal so schnell? Hallo? Ich laufe halt die ganze Zeit nur. So. Och Mann, diese Werbung! Diese Werbung! Diese Werbung ist, ich schwöre, das ist das ist... Das macht einen richtig alle. Das ist übelst nervig. Oh. Wie gut ihr seid, Leute. Ihr seid viel besser als wir. Also ich weiß nicht, ob ich das Obi-Turnier doch mit euch machen möchte, weil ihr seid zu gut, finde ich. Oh Mann, diese Werbung! Du bist dann einfach einmal richtig hochgenommen. Das würde mich richtig freuen. Einfach so, dass du einfach mal auch so richtig auf den Deckel kriegst. Hey, was ist denn? Warum sterbe ich denn jetzt an dieser Stelle immer? Da kann ich das mal wüsste. Huch, uah, nee, oh, es war so Knäppchen. So ein Knäppchen ist das gerade gewesen. Ey, ich krieg hier zu viel, diese Werbung. Also die Werbung macht mich alle. Und das nur Laufen macht mich auch richtig alle. Macht mich alles hier fertig. Ich krieg noch zu viel. Ja, ich auch. Okay, danke schön. Das verstehe ich nicht. Warum stirbt man denn da die ganze Zeit? Ich bin noch immer hier irgendwo auf was drauf. Darf ich eben nicht da drauf? Boah, das ist so schwierig. Hä? Vielleicht spiele ich mit Shift-Lock. Hä? Achso. Krieg ich die Krise? Hä? Nein, ohne Shift-Lock. Ey, wie weit geht das denn hier hoch? Wollt ihr mich denn... Also... Ich komme nicht weiter. Ey, jetzt mach doch hier keinen Schmarrn. Guck mal, hier sind schon wieder Donuts. Ja, es ist ein Zeichen. Es ist ganz eindeutig ein Zeichen. Hier sind auch Toiletten. Ist das auch ein Zeichen? Ja. Das. Boah, das... Oh nee, ey, wisst ihr, also ich dachte ja schon, das Springen ist nervig, aber das ist noch viel nerviger, aber einfach nur wegen der Werbung die ganze Zeit. Ich überlege auch, ob ich die einfach gar nicht mehr wegklicke und es einfach so versuche, weil dann kann sie ja nicht ständig wieder neu aufploppen. Oh. Es ist echt stressig. Weiß ich nicht, was du dir da schon wieder ausgedacht hast, Kahn! Oh, geschafft, okay. Ja, wenn wir beide diese Obi nicht schaffen, dann gibt's keinen Punkt, ne? Dann gibt's keinen Punkt, aber also, was heißt das, wenn wir beide diese Obi nicht schaffen? Ja, es kann ja sein, dass wir hier nach einer halben Stunde sitzen und immer noch nicht die Obi zu Ende haben. Tja, Kahn, dann wird das wohl ein sehr, sehr langes Obi-Duell. Oder wir machen es so, wenn wir es beide nicht schaffen, werden die Punkte auf Null gesetzt. Das wäre natürlich zu deinen Gunsten. Das wäre durchaus zu meinen Gunsten. Das kann nicht sein. Was ist das denn? Och, Mann.
aber ich freue mich ein bisschen, dass du selber unter deiner Challenge leidest. Ja, natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Das ist hier Obi-Duell Deluxe. Oh. Was, wo muss ich... Oh, jetzt muss ich schon wieder irgendwo hochkriechen. Och, nee. Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Mm. Oh, ich latsche da immer... Okay. Es ist so schwierig. Es ist verdammt schwierig, Leute. Probiert das mal aus. Es ist wirklich, wirklich, wirklich hart. Es ist wirklich hart. Oh, jetzt so man muss sich Kamera richtig konzentrieren. Ja, kannst du bei der nächsten Obi anmachen. Ja. Also das Nurspringen war einfacher. Ja, finde ich auch. Also Nurspringen war definitiv viel einfacher. Ich finde halt immer, wenn es hier so irgendwo um die Ecke geht oder so, du läufst ständig runter. Mach nicht schon wieder Werbung, Mann! Ja, und diese Werbung, die haut auch nochmal anders rein. Ja. Und Anja ist gleich schon da, aber ich verstehe nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich will da jetzt auch erstmal hinkommen. Ich will das jetzt gucken, was du meinst, okay? Ja, du kannst, ja, jetzt komm mal hier bitte weiter. Hier. So, du musst hier rein und jetzt komm mal bitte weiter. Ja. Help me rob this stuff and let's get out of here. Okay. Und dann suchen wir die Sachen. Das versuche ich auch schon seit Minuten. Aber ich will mal gucken. Ich kaufe mal kurz einen Skip-Stage, okay? Ja, mach mal. Weil ich... Es geht danach noch weiter, tatsächlich. Okay, soll ich dann auch kaufen? Das ist aber übelst fies. Ja, dann kauf mal Skip-Stage. Es ist übelst fies. Ich weiß nicht, ob ich... Also, überhaupt keinen Plan. Sind wir nicht wieder am Anfang? Nein, 25. Okay, dann lass uns weitermachen. Gut, weiter geht's. Okay. Weil, also... Aber es wundert mich schon... Vielleicht hätte man dort dieses Diamond Pad kaufen müssen, wo da immer diese Werbung kam, um weiterzukommen. Also weil ich merke, es kommt auch keiner in dieser Obi weiter, außer uns. Das finde ich halt gar nicht gut, ne? Also, sorry. Ja. Das ist ja gar nicht fair. Ja. Also, außer irgendeiner von euch weiß zufällig, wie man da weiterkommt. Ja, natürlich. Ja, aber die anderen kommen. Lasst uns das gerne wissen. Aber siehst du, wir sind in der Lobby die Einzigen, die so weit gekommen sind. Ja. Hä? Achso, das steigt immer. Ja, vielleicht ist das hier so Pay-to-Win-mäßig, ne? Ja, das ist... Oh Gott, ich glaube, Danja, hier wird's gleich... Also ich glaube, hier ist glaube ich, gleich vorbei für uns, Kahn. Ich glaube auch. Weil hier so mit so Lava-Gedönse... Das ist schwierig. Okay, das werden wir nicht schaffen. Das werden wir safe nicht schaffen. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Nein. Okay, Danja, folgendes. Geht nicht. Wir haben ja noch ein paar Stages, das heißt, den Rest... Spielen wir normal, okay? Okay. Also. Spielen wir normal. Ja. 3, 2, 1 und go. Eieiei. Ach, normal geht's dann doch direkt gleich wieder besser. Aber die Werbung nervt trotzdem, auch wenn man es normal spielt. Ist trotzdem stressig. Den ganzen Rest können wir jetzt normal machen, ne? Ja. Okay, gut. Eieiei, was? Heute ein bisschen komisches Obi-Turnier. Also die Obi Hi. Bekommt nicht so... Oh, hallo, Shemi. Samira ist auch da. Okay, sie ist jetzt auf meinem Schoß. Bleib ruhig hier. Ist okay, Samira. Hallo, Shemi. Lenk ihn mal ein bisschen ab, damit ich ihn einholen kann. Ja, das passt, weil sie ist jetzt gerade vom Bildschirm... Warte, ich muss mein Mikro ein bisschen anpassen. So, ja? Komm. Komm. Ich glaube, ihr arbeitet zusammen. Kann das sein, Danja? Who knows? Hi. Vielleicht habe ich sie gerade angerufen und ihr gesagt, dass sie dich ein bisschen ablenken soll. Wer weiß das schon? Sammy, du musst weitermachen. Ich bin gerade übel schlecht. Ja, keine Sorge, sie macht es auch. Sehr gut. Gute Katja. Gute Sammy. Hi. Ja, okay. Ich glaube, du wirst die Runde gewinnen, weil Samira... Ja, okay. Sam,
bleib, wo du bist. Und dann richtig schön anfangen zu schnurren, damit er noch ein schlechtes Gewissen hat, wenn er sich auf einen halben Millimeter bewegt. Sehr gut. Großartig. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab gewonnen! Ja, Glückwunsch! Yay, yeah, ich hab gewonnen! Dankeschön, Sammy! Dankeschön, Sammy! Okay. Wir sind ja in einer Minecraft. Samira hat Danja in der Runde geholfen. Sie ist jetzt was essen, natürlich. Danke nach der an Sammy. Einheit. Danke an Sammy. Also, dafür hat sie sich brutal viele Leckerli verdient. Ja, bekommt sie auch, ja. Von dir. Ja. Okay, Danja, jetzt. Ich würde gern Folgendes machen. Ja. Was sagst du zur dritten Runde? Also, ich meine, es ist eigentlich ein gutes Finale. Also würde ich jetzt sagen, also eigentlich habe ich ja noch eine Obi. Aber ja, ich biete es dir an. Entweder wir spielen jetzt noch zwei Obis oder alles oder nichts jetzt. Alles oder nichts. 3, 2, 1. Go! So, ich lasse dann ja mal eine Stage vor. Ey! Ja, ich will das nicht. Ja, aber ich werde gewinnen. Gott, ich bin mir so sicher jetzt, ne? Nach der Kuscheleinheit von... Warum wird hier schon wieder Werbung angezeigt? Ich kriege hier gleich zu viel. Ja. Ich bin gerade auch gestorben wegen der Werbung, glaube ich. Aber hier kommt an gewissen Stellen... Ey! Hä? Ich verstehe das irgendwie nicht so richtig. Ich berühre doch die doofe Lava gar nicht. Schwierig. Okay, haben wir geschafft. Och, jetzt wieder dieses... Weiter geht's. Oh, diese viele Werbung hier. Diese Werbung, ne? Ich krieg wirklich einen Anfall. Das ist, diese Werbung macht mich alle. Ist das alles vom gleichen Creator? Nein, eigentlich nicht. Okay, Danja, ich glaube aber... Also, ich will nicht sagen, aber ich glaube, dieses Obi-Turnier... Du hättest dich nicht dafür entscheiden dürfen. Ach. Ey, sag mal, ey, heute ist aber auch ein Wurm drin, ne? Heute ist ein totaler Wurm drin. Könntest ausrasten. Dabei ist heute eigentlich ein guter Tag, Kahn. Heute ist eigentlich ein glücklicher Tag. Aber es gibt Tage, die sind einfach nicht geeignet, um Obis zu spielen. Sag ich dir so, wie diese Werbung, ne? Also, sorry. Das ist ja unfassbar. Wirklich, aber alle paar Meter. Alle paar Meter irgendeine Werbung. Also spielt diese Obi bitte nicht. Ja, sorry, spielt diese also, Obi nicht. Also Leute, ihr wisst, ne? Wir sind da eigentlich sehr verständnisvoll für sowas. Ja, aber das ist jetzt viel zu krass. Also es ist ja nur, um Geld zu machen. Das ist wirklich zu krass. Das ist, als würden wir alle 2 Minuten oder jede Minute sogar Werbung in die Videos ballern. Gut, Danja macht das ja. Alter. Ja, natürlich. Jede Minute 3 Werbungen. Du wisst, das ist wichtig. Aber für mich ist an jetzt der Stelle für mich ist eine jetzt, Werbepause. Für mich ist jetzt einfach nur wichtig, Danja, dass wir gewinnen. Also ich gewinne in dem Fall. Für mich wäre es jetzt wichtig, dass ich jetzt hier mal gewinne. Ja, aber ey, ich kann ja hier keine Stage spielen, ohne 5-mal Werbung zu kriegen. Also manche haben es von euch bemerkt, das ist eine Minecraft-Obi. Haha. 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 Huch, jetzt bin ich hier schon wieder reingeplumpst. Bom. Was ist denn das jetzt hier? Oh. Oh. Mann, also, Mann, es tut Mann. Mir leid, aber diese viele Werbung, ne? Ja. Das nervt wirklich, einfach. Das macht mir gerade richtig. Das macht mir gerade richtig das Spiel kaputt. Ja, macht es auch. Nee, also wirklich. Vor allem, die wird ja auch. Das ist ja nicht wie bei den anderen Obis, die wir sonst so gespielt haben, dass sie dann so oben im Spiel ist, sondern es ist mitten auf dir drauf. Ja. Leute, es tut uns leid, aber das mit der Werbung wurde einfach zu viel. Aus diesem Grund springen wir jetzt einfach zum Ende, okay? Sorry. Bitte, Kahn, bitte, Kahn, wirklich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber bitte lauf einfach ins Ziel und rette uns beide davor. Ich versuche es. Danke. Und wer jetzt in die Kommentare schreibt, ihr könnt doch einfach aufhören. Nee! Nein! Hier geht's auch ums Prinzip! Ich wollte gerade sagen, wir spielen das durch. Wir quälen uns da einfach durch. Auch wenn es schwer ist. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, oh danke. Es ist vorbei. Leute, es ist vorbei. Wir haben die Obi geschafft. Danke. Ich hab die Obi gewonnen. Danke, ich hab das Obi-Turnier gewonnen. Aber es fühlt sich nicht wirklich an wie ein Sieg. Boah. Es fühlt sich gar nicht an wie ein Sieg. So, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir brauchen jetzt ein bisschen Ruhe. Ihr auch. Tschüss. Ciao.